Wir sind gerade mit einer sehr guten, konstruktiven und tiefgehenden Debatte in das politische Jahr 2020 gestartet. In diesem Jahr steht ja einiges für uns an. Wir beginnen mit einem Strategieprozess, wo wir uns darüber verständigen, wie wir Die Linke für die kommende Bundestagswahl aufstellen. Wir haben in diesem Jahr verschiedene Wahlen, wie die Landtagswahlen in Hamburg, Kommunalwahlen in NRW und Bayern, wo wir um unsere breitere Verankerung vor Ort kämpfen. Und es stehen jede Menge gesellschaftliche Kämpfe an, zum Beispiel für Klimaschutz, für Abrüstung, für Frieden weltweit, aber auch ganz konkrete sozialpolitische Auseinandersetzungen wie gegen Mietenexplosion und gegen den Pflegenotstand. Und wir werden natürlich auch als Linke entsprechende gewerkschaftliche Auseinandersetzungen in diesem Jahr unterstützen. Der Schwerpunkt der heutigen Gremienberatung stand unter dem Motto demokratischer Sozialstaat der Zukunft. Wir starten in das neue Jahrzehnt mit der Verständigung über den demokratischen Sozialstaat der Zukunft. Und damit unterbreiten wir auch ein alternatives Ordnungsangebot. Damit verbunden ist ein Versprechen, nämlich dass wir mit aller Energie, aller Klugheit und Leidenschaft für die Umsetzung dieses demokratischen Sozialstaats der Zukunft auch kämpfen werden. Der Sozialstaat braucht mehr als ein Update, sondern er braucht ein neues Betriebssystem. Man muss auch sagen, dass es dafür eigentlich eine gute Grundlage gäbe, weil im Zuge des technischen Fortschritts wächst Wissen und Reichtum, aber die Frage der Verteilung ist halt so geregelt, dass es nicht zum Wohle aller passiert. Und wir können heute sagen, dass konsequenter Klimaschutz unbedingt soziale Sicherheiten erfordert und eine funktionierende Demokratie braucht auch einen funktionierenden Sozialstaat. Es gab verschiedene Anlässe dafür, dass wir uns über ein Konzept für einen demokratischen Sozialstaat verständigen. Dazu gehört natürlich zum einen, zum 1.1. dieses Jahres sind die Hartz-IV-Gesetze 15 Jahre in Kraft. Die Hartz-IV-Gesetze sowie die gesamte Agenda 2010 haben zu mehr Verunsicherung geführt und wir haben das natürlich zum Anlass genommen für eine kritische Bilanz. Und kann nur sagen, unseren Kampf dagegen werden wir überhaupt nicht nachlassen. Zugleich aber sagen wir, es braucht heute mehr als ein einfach zurück in den Zustand vor Hartz IV, sondern was wir brauchen, ist ein Bruch nach vorn. Ein weiterer Anlass war natürlich, dass es in der SPD Debatten gibt, das ist ermutigend. Gleichwohl wissen wir auch aber, dass solange die Union in der Bundesregierung ist, von den vielen Überlegungen Hartz IV zu überwinden, nichts, aber auch nichts durchgesetzt werden wird. Darüber hinaus gibt es natürlich auch technische Entwicklungen, die deutlich machen, wir brauchen heute ganz neue Schutzmechanismen im Zuge der Digitalisierung beispielsweise. Kurzum, deswegen haben wir gesagt, wir wollen eine Verständigung über einen erneuerten demokratischen Sozialstaat. Der hat natürlich verschiedene Ansätze. Da geht es nicht nur um Fragen von Umverteilung, sondern auch um Organisierung, um den garantierten Schutz aller vor Armut. Und um es konkret zu machen, unser demokratischer Sozialstaat der Zukunft besteht aus drei Säulen. Die erste Säule ist soziale Sicherheit, die zweite universelle Grundversorgung bzw. soziale Infrastruktur und die dritte Arbeit, die zum Leben passt. Ich sage abschließend nur noch was zur ersten Säule, der sozialen Sicherheit. Soziale Sicherheit erfordert das Zusammenspiel von zwei Dingen. Ein Ausbau und eine Stärkung der bestehenden Sozialversicherung sowie soziale Garantien. Wir wollen zum Beispiel die bestehende Rentenversicherung stärken und weiterentwickeln zu einer erwerbstätigen Versicherung, in die alle einzahlen, auch Minister, Abgeordnete, Selbstständige. Wir wollen die bestehenden Krankenkassen zu einer solidarischen Gesundheitsversicherung weiterentwickeln. Und das Ganze soll aber eng verbunden werden und untermauert werden durch den Ansatz der sozialen Garantien. Das heißt, jeder, der hier lebt, soll garantiert vor Armut geschützt sein und ihm soll garantiert gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Ein Gedanken dazu noch, was uns sehr wichtig ist, dass der Sozialstaat inklusiv ist und Abstand nimmt von allen möglichen rassistischen Ausgrenzungsüberlegungen, sondern klar muss sein, wer hier lebt, gehört zu uns und unser Sozialstaat ist einer für alle. Und zum Abschluss möchte ich an meinen Lieblingssatz aus dem Jahr 2019 erinnern. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zu den Hartz-IV-Regelsätzen den enormen Satz gesagt, die Menschenwürde muss nicht erarbeitet werden.
Wir nehmen diesen Satz und die Kämpfe, wie das jetzt zu organisieren ist, zum Anlass für eine Unterschriftenkampagne und für eine Petition. Wir haben lange dafür gekämpft, haben dafür immer wieder Dresche bezogen, auch im Bundestag, und sind jetzt durch ins höchste Verfassungsorgan mit bestätigt worden. Das ermuntert mich und gibt mir Hoffnung. Wir als Linke haben immer schon Trends gesetzt und das machen wir auch in Zukunft. Ja, ich darf mich den weiteren Säulen unseres Sozialstaatskonzeptes zuwenden. Was man bisher gar nicht so gesehen hat, dass der Wohlstand der Menschen sich nicht nur danach bemisst, wie viel Lohn sie bekommen, wie viel Rente oder Transferzahlungen sie bekommen, sondern auch, ob sie einen guten Zugang haben zu Erziehung und Bildung, zu Gesundheitsversorgung, zu öffentlicher Infrastruktur, zu Kunst und Kultur, ob sie einen guten Zugang haben zum öffentlichen Personennahverkehr und vielem anderen mehr. 30 Jahre neoliberale Politik hat in diesen Bereichen große Verwüstungen angerichtet. Die Menschen erfahren irgendwo, dass es bei ihnen in der Schule durch Schuldach regnet, dass die Züge nicht pünktlich kommen, dass der Bus gar nicht fährt, dass man Warteschlangen hat bei den Kindertagesstätten und vielem anderen mehr. Deswegen ist es viel mehr ins Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit oder der Mehrheit der Menschen gerückt. Und hier sind wirklich die Versäumnisse enorm groß und ist der Nachholbedarf enorm groß. Und deswegen sagen wir, wir müssen praktisch soziale Dienstleistungen und eine soziale Infrastruktur anbieten oder aufbauen, die tatsächlich universelle Grundversorgung für alle Menschen gleichermaßen bietet und wo alle Menschen unabhängig von Einkommen und Ansehen Zugang haben, also möglichst gebührenfrei und möglichst leicht zugänglich. Dazu brauchen wir ein großes Investitionsprogramm. Wir schlagen 120 Milliarden vor in die Bildung. Dort haben wir die meisten Defizite. Also der Sanierungsbedarf bei den Schulen ist enorm und geht über 50 Milliarden alleine hinaus. Wir brauchen eine Energiewende. Die Investitionen in regenerative Energien müssen deutlich erhöht werden. Wir müssen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und in mehreren Stufen kostenfrei machen, sofort erheblich billiger machen. Das Thema Mieten und Wohnen ist in den Vordergrund gerückt. Wir brauchen ein großes Investitionsprogramm in Sozialwohnungen. Wir brauchen einen bundesweiten Mietendeckel. Die Mieten müssen in vielen Bereichen sinken. Aber es geht nicht nur um diese Einzelforderungen, sondern es geht darum, dass alle Menschen Zugang zu bezahlbarem, ausreichenden und befriedigenden Wohnraum haben. Und wir brauchen eine digitale Grundversorgung, die auch für alle Menschen zugänglich ist. Und die Frage der digitalen Netze ist für uns eine öffentliche Aufgabe. Wir dürfen das nicht den Internet- oder den Telekommunikationskonzernen überlassen, sondern die Netze müssen in öffentliche Hand und öffentlich betrieben und zugänglich gemacht werden. Es geht also um Investitionen, um bessere Bezahlung der dort arbeitenden Menschen, insbesondere um die Aufwertung der sozialen Arbeit, die nach wie vor überwiegend von Frauen verrichtet wird. Es geht um bedarfsgerechte Ausrichtung und es geht darum, dass es nicht einen praktisch verwaltenden Sozialstaat gibt, sondern dass die öffentlichen Dienstleistungen, die öffentlichen Angebote auch demokratisiert werden und dass die Nutzer ein Mitbestimmungs- und Mitspracherecht haben. Der letzte Teil oder die letzte Säule ist die Säule Arbeit und gute Arbeit. Nirgendwo ist so viel dereguliert worden wie in den letzten 30 Jahren, sodass wir einen völlig gespaltenen Arbeitsmarkt haben. 40% haben nichts vom Aufschwung mitbekommen, also die unteren 40%. Und wir haben einen hochgespaltene Arbeitsbeziehungen mit prekärer Arbeit, mit Scheinselbstständigkeit, mit Unterbeschäftigung und Überbeschäftigung. Und wir haben neue Herausforderungen durch die Digitalisierung und durch die Transformation, insbesondere in der Industrie, wo viele Leute ihre Arbeitsplätze verlieren werden und umgeschult oder weitergebildet werden müssen, wenn wir sie nicht in die Arbeitslosigkeit entlassen wollen. Hier geht es um einen doppelten Ansatz für uns. Erstens wollen wir die Missstände beseitigen durch
eine Re-Regulierung. Also wir wollen keine Befristungen, wir wollen keine Leiharbeit, wir wollen gleiche Bezahlung, wir wollen keine Scheinselbstständigen und wir wollen keine Tarifflucht. Das hatten wir schon mal, das muss wieder hergestellt werden. Das reicht aber alleine nicht aus, sondern wir stehen auch vor neuen Herausforderungen. Zum Beispiel wird durch die Digitalisierung vielleicht gar nicht das stattfinden, was viele befürchten, dass Millionen Arbeitsplätze verloren gehen. Aber was wir heute haben, diese Spaltung wird vertieft. Wir kriegen qualifizierte Arbeitsplätze und weniger qualifizierte Arbeitsplätze. Wir kriegen sogenannte Freelancer oder Scheinselbstständige, wo nichts reguliert und geregelt ist, die natürlich auch Konkurrenzverhältnisse gegen Löhne und Tarifverträge aufbauen. Also diese Dinge müssen wir neu regulieren. Zum Beispiel wie in Kalifornien, wo der Staat einfach gesagt hat, die Beschäftigten bei Uber sind keine Selbstständigen, sondern sind Arbeitnehmer, müssen sozialversichert werden, weil sie ihre Leistungen nur an einen einzigen Betrieb verkaufen. Also wir müssen diese Scheinselbstständigkeit beseitigen. Wir brauchen zum Beispiel ein Recht auf Weiterbildung in der Arbeitszeit. Der Zustand, dass die Leute arbeiten, bis ihr Arbeitsplatz wegfällt und man dann sagt, aber ihr habt nicht die Qualifikation für einen neuen Arbeitsplatz, ist nicht hinzunehmen. Deswegen brauchen wir ein Recht auf Weiterbildung, sodass die Leute während ihrer Arbeit für die neuen Arbeitsplätze qualifiziert werden. Und natürlich brauchen wir deutlich mehr Beschäftigten in der Pflege, im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen. Auch die muss man ausbilden und muss sie rekrutieren. Und wir brauchen ein neues Verhältnis zwischen Arbeit und Leben. Und deswegen sagen wir, wir brauchen perspektivisch ein neues Arbeitszeitmodell, wo die Normalarbeitszeit um die 30 Stunden kreist, ohne Lohnverlust, wo die Leute Wahlarbeitszeiten haben zwischen 28 und 35 Stunden und auch Anrecht auf Mindestarbeitszeiten, sodass eine Zukunftsvision ist, dass Arbeiten und Leben viel besser vereinbar ist, als das heute der Fall ist. Wir haben so einen hohen technologischen Fortschritt, dass es nicht mehr nötig ist, dass das ganze Leben um die Arbeit kreist. Vielmehr können die Arbeit so gestalten, dass sie mehr um das Leben kreist und die Menschen in der Lage sind, einen selbstbestimmten Zukunfts- und Lebensentwurf zu machen. Das ist natürlich nicht alles umsonst zu haben und man könnte jetzt die Frage stellen, was hat es mit dem Sozialstaat zu tun, aber es muss ja völlig klar sein, viele Sozialsysteme sind lohnfinanziert. Das heißt, wir geben einen bestimmten Teil unseres Lohnes und Einkommens an die Krankenkasse, an die Rentenkasse, an die Erwerbslosenversicherung. Deswegen ist es eben ein integriertes Konzept, dass wir sagen, Sozialsysteme verbessern und auf neue Füße stellen, die öffentliche Dienstleistungen und den Gemeinwohlsektor ausbauen und die Arbeit re- und neu zu regulieren. Das wird Geld kosten und deswegen werden die Verteilungsfragen in den nächsten Jahren im Vordergrund stehen, zumal wir ja auch demografische Sprünge haben werden. Wir glauben, dass wir ein gutes Finanzierungskonzept dafür aufgestellt haben. Das wird aber nicht ohne heftige gesellschaftliche Auseinandersetzungen zu haben sein. Wir sind bereit, für dieses Sozialstaatsmodell der Zukunft nicht nur zu werben, sondern auch für politische Mehrheiten kämpfen. Jetzt habe ich noch eine kurze Anmerkung, weil wir heute auf der Gremiensitzung auch noch mal uns unterhalten haben über die Kriegsgefahr im Nahen Osten, insbesondere die Anschläge im Irak auf den iranischen General Suleiman und den Milizenführer. Und der Parteivorstand hat noch mal klare Position eingenommen oder die Gremien mit dem Motto, kein Krieg gegen den Iran, Bundeswehr abziehen, Rammstein schließen. Das heißt, die Linke wird auch im Jahr 2020 als klare Friedenspartei auftreten und mit der Friedensbewegung zusammen für Friedenspolitik und Deeskalation eintreten.
Insbesondere die Bundesregierung und die Europäische Union sind aufgefordert, alles dafür zu tun, die Kriegsgefahr zu bannen und offensive Friedenspolitik zu machen. Dazu gehört auch, dass man einem Präsidenten der USA, der die Kriegsgefahr verstärkt und beschleunigt, in den Arm fällt und nicht so rumeiert, wie das die Bundesregierung tut. Damit ist das linke Konzept für den demokratischen Sozialstaat der Zukunft vorgestellt. Sind Fragen offen? Wir haben ja sogar ein ganz detailliertes Finanzierungskonzept entwickelt, also sowohl für dieses 120-Milliarden-Programm Investitionen als auch für die Stabilisierung der Sozialsysteme würden wir eine Vermögensteuer einführen, würden wir den Spitzensteuersatz erhöhen und die unteren eher entlasten, würde endlich eine Finanztransaktionssteuer eingeführt, die uns schon jahrelang versprochen wird, und würden die Steuerschlupflöcher gestopft, wäre dieses Programm zu finanzieren. Dadurch, da muss man aber dann schon wollen, dass stärkere Schultern mehr tragen und die Schwächeren entlastet werden. Und dazu haben wir den Mut und aber auch ein Konzept. Also das Finanzierungskonzept ist das geringste. Und wir sagen ganz offensiv, die schwarze Null muss fallen. Also wir dürfen nicht praktisch das Ziel haben, in einer Zeit, wo der Staat für Kredite sogar noch Geld bekommt, praktisch eine schwarze Null anzustreben, sondern der Staat muss investieren in dieser Phase in die Zukunft unserer Kinder und der Menschen und in den auch klimagerechten Umbau der Wirtschaft. Vielleicht nochmal nur zur Erläuterung. Zur Erläuterung, wir haben damals bei der Erarbeitung unseres Wahlprogramms ein eigenständiges durchgerechnetes Steuerkonzept, was Einnahmen von 180 Milliarden Euro vorgesehen hat, sehr detailliert ausgearbeitet und darauf basiert es natürlich. Also insofern, wir wollten nur nicht alle einzelnen Konzepte, die wir ansonsten haben, in diesem Konzept nochmal mit aufrufen, aber das baut auf einer Vorleistung. Ich will nur an eins erinnern, dass jetzt die Industrieverbände, wo man es gar nicht erwartet hat, und der DGB ein Investitionsprogramm auf 10 Jahre von 450 Milliarden vorgeschlagen haben. Also ich würde mal sagen, da nähern sich Kräfte unserer Vorstellung und unseres Konzeptes an, wo man es früher eigentlich nicht erwartet hätte. Das Neue in diesem Konzept ist, dass wir die Idee der sozialen Sicherheit und der sozialen Garantien ganz eng verbinden mit der Idee, dass wir eine soziale Infrastruktur brauchen und nicht öffentliche Daseinsvorsorge und finanzielle Leistungen gegeneinander ausspielen. Und was auch neu ist, denke ich, dass wir uns sehr klar hinter dem Gedanken der sozialen Garantien sprechen und deutlich machen, jeder, der hier lebt, muss garantiert vor Armut geschützt sein. Und diese drei Elemente zusammenzudenken, gute Arbeit, soziale Sicherheit für alle und eine öffentliche Infrastruktur, ein öffentliches Eigentum, das sozusagen zu einem neuen Wohlstand führt. Ja, Sie erwarten noch nicht, dass wir als Partei zum Jahresanfang sagen, so alles, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist total falsch. Es geht natürlich darum, das zu verdichten. Und ich finde, lange Zeit hat ja auch die Linke eher gesagt, wir wollen eine Wiederherstellung. Oder lange Zeit hatte die Linke das Image, dass sie eigentlich nur in den Zustand vor Hartz IV zurück will. Was wir sehr deutlich machen, es geht nicht um ein Zurück in die Vergangenheit, sondern es geht um ein Vorwärts in die Zukunft, wo wir die guten Dinge, die es jetzt im Sozialstaat gibt, ausbauen und verstärken, aber sie durch wichtige neue Elemente ersetzen, wie zum Beispiel einen Schutz der Arbeiter, die durch Digitalisierung notwendig ist und durch den Gedanken der sozialen Garantien.
Ich würde sogar, also die Idee zu denken, dass, oder anders ausgesprochen, ich glaube, genau weil sich mehrere Gemeinsamkeiten andeuten, kann es uns gelingen, links der Union andere Mehrheiten jetzt zu erkämpfen. Weil was doch in den letzten Jahren den Rechten so in die Hände gespielt hat, war das Gefühl der Menschen, also für sie selber wird es maximal schlechter. Kaum jemand konnte sich für sich und seine Kinder eine bessere Zukunft vorstellen. Und jetzt, zu Beginn dieses Jahrzehnts, können wir aber sagen, wenn wir andere Mehrheiten erkämpfen und die auch umsetzen in einem anderen Programm, in einem anderen Regierungsprogramm, dann könnten wir sicherstellen, dass die Mitte deutlich besser gestellt ist, dass alle vor Armut geschützt sind und dass wir noch mit Friedenspolitik und Klimaschutz dafür sorgen, dass wir eine Zukunft auf diesem Planeten haben. Also ich glaube, dass so eine Aussicht eher mobilisierend wirkt und am Ende sogar alle drei Parteien stärken kann. Aber natürlich muss man vielleicht nochmal generell sagen, es ist in Europa eine Selbstverständlichkeit, dass es links der Sozialdemokratie eine moderne sozialistische Partei gibt. Und deswegen sozusagen würde ich sagen, es gibt sehr viel Platz links von einer auch jetzt erneuerten SPD. Das beginnt damit, dass wir als Linke konsequent in der Friedensfrage stehen, dass wir die Interessen des Ostens immer wieder stark in den Mittelpunkt stellen und dass wir eben unser Denken nicht an den Grenzen des Kapitalismus aufhört, sondern wir sagen, die aktuellen Krisen zeigen uns, dass wir über die Grenzen dieser Wirtschaftsweise nachdenken müssen. Und im Sozialen gibt es noch eine weitere Stelle. Die SPD ist immer dann, wenn es um den Gedanken der sozialen Garantien geht, sehr leise. Und das, was Brecht mal sagte, die im Dunkeln sieht man nicht. Wir als Linke sind diejenigen, die den Fokus, auch den politischen Fokus darauf setzen, auch für diejenigen, die ganz unten sind. Ja, ich hätte jetzt eher umgekehrt gesagt, dass wir gerade erleben, dass das, was wir vordenken, auch in anderen Parteien, insbesondere der SPD und auch bei Teilen der Grünen, praktisch auf fruchtbarem Boden fällt. Also die SPD hat sich uns angenähert, fordert jetzt auch 12 Euro Mindestlohn, was sie seither nicht getan hat. Sie fordert eine Grundrente, die nicht weit genug geht, aber in die richtige Richtung. Sie fordert eine Kindergrundsicherung, alles Dinge, die die Linke vorgedacht hat. Also wir fühlen uns eher in unserer Politik bestätigt, also dass wir die Funktion haben, Motor für sozialen, ökologischen und demokratischen Fortschritt zu sein in dieser Gesellschaft und dass wir auch die anderen Parteien dazu bringen können und auch durch die gesellschaftliche Debatte sich dem anzunähern. Ich glaube, das erhöht die Chancen auf eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse nach links. Und wir wollen dieser Vorreiterrolle auch im neuen Jahr gerecht werden. Unsere Leistung wird sein, nicht nur die Frage Sozialstaat, also Arbeit, soziale Infrastruktur und soziale Rechte zusammenzubinden, sondern auch die Frage soziale Gerechtigkeit, sozial-ökologischer Umbau und Klimaschutz zusammenzubinden. Daran arbeiten wir. Und ich habe das Gefühl, wir sind heute einen großen Schritt weitergekommen.